Ja, und damit Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Hat mich doch da einfach während meiner Verabschiedung so nochmal so ein Käfer angegriffen, als ich den Baum geschlagen habe, ne? Na, 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 na. Aber er hat den Tod gefunden, ich habe ihn getötet. Komischen Käfer, den kleinen. Wir sind jetzt hier an dieser steingemeißelten Kopfstatue. Aber ich glaube, der Kopf ist auf der anderen Seite. Das ist der Rücken. Die Augen sind auf der anderen Seite, die man leider nicht erkennen kann, weil es da sehr dunkel ist. Deshalb bin ich auf dieser Seite hier. Und ja, die Insel ist schon schön, aber es hat auch hier kein Süßwasser. Erwähne es noch einmal, ich baue nicht, wo es kein Süßwasser hat. Wenn mir das immer, ja, ich möchte das gerne haben. Ich möchte schön so ein Flüsschen vielleicht sogar haben. Das Gott sei Dank auch schnell tot. Ja, oh, Fini. Fini ist gerade ganz dolle am Schmuck meiner Hand. Meiner Maushand. Der hat sich da gerade hingelegt und kuschelt sich da jetzt gerade so richtig schön ein. Ein richtig hübsches Bild. Weil ihr wisst ja, Fini fehlt bei keiner Aufnahme. Er ist schon die ganze Zeit da. Jetzt nur mal hingelegt und ist nicht da direkt immer vor der Tastatur und so. Jetzt hat mega viel Reis. Alles Reis hier. Eines alle. Hallo, Tieren hier. Alle Thymian. Thymian, Thymian, Thymian. Lange. Auch keine Ruhe. Ich werde mir auch mal in der Werkbank wieder einen Speer herstellen. Richtigen Speer, ne? So ein aus Metall. Der hält dann etwas länger. Als der hier. Oder als die, die wir jetzt haben. Weil ich glaube, der ist nämlich... Ja, der ist auch kaputt gegangen. So, dann, ja, laufen wir mal in Richtung Floß. Und nein, wir nehmen kein Tier mit. Anna, reiß sie zusammen. Du kannst eh nicht mitnehmen. Hast keinen Platz mehr. Ich laufe richtig. Werde ich mir 100% sicher. Ich glaube, hinter den Dingern waren doch unsere, war doch unser Floß irgendwo hier hinten. Alles täuscht. Ja, ich verlaufe mich schnell. Vor allem dann, wenn es dunkel wird, dann ist manchmal Ende im Gelände hier. Dann ist einfach manchmal Ende im Gelände. Ja, Finn stimmt mir auch zu. Wir laufen aber einfach weiter. Wir lassen uns gar nicht beirren. Weil wir haben keinen Speer mehr. Nochmal so einen Kopf verlaufen. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oh. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen, Freunde. Im Kreis gelaufen. Ich laufe jetzt einfach hier geradeaus. Doch eigentlich gleich ans Wasser kommen, oder? Hier ist Wasser. Oh nein, die Fackel ist kaputt gegangen. Oh Gott, es ist dunkel.
richtig dunkel. Nein. Ach, Thymian. So, sind wir jetzt hier richtig? Dem Strand, an dem wir unsere Floß haben? Guck mal. Skorpione? Muss bloß in Ruhe lassen. Da vorne, das könnte es sein, oder? Hier vorne gebaut? Du ahnst es nicht. Habe ich mich jetzt wirklich wieder verlaufen? Mie sagt ja. Dazu große Käfer. Wo war denn nochmal unser Floß? Hallo? Ali, sag mal was. Wo war unser Floß? Verlaufen. Verlaufen. Wir laufen jetzt einfach am Strand entlang, dann finden wir es schon noch. Sagen wir, nehmen aber die Füße in die Hand, wir töten kein Tier oder so, weil wir hätten eh keine Chance jetzt gerade, weil, ne? Weil wir keinen Speer mehr haben. Und dann stellen wir uns in unserer Smitty einen Speer her. Lass mich in Ruhe. Töte dich nur. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Du willst noch weiterleben. Skorpion. Was auch nicht. Ich glaube, ich habe mich einmal komplett verlaufen. Ich glaube, ich bin komplett falsche Richtung gelaufen. Ich glaube, ich hätte in die andere Richtung müssen. Wäre mal auch was gewesen, wenn ich einmal meinen Floß auf Anhieb finden würde, ne? Das wäre ja auch mal ein Wunder gewesen. Sollten noch mal kurz Wasser finden und was trinken. Durst. Machen wir mal kurz hin, dann regenerieren wir schneller Ausdauer. Und laufen. Schnell, Hanna, wir müssen schnell das Floß finden. Damit wir morgen dann auch weiter segeln können. Gibt's nichts mehr, was wir brauchen. Haben wir alles schon gefunden. Nur kein Trinkwasser. Scheiße. Anna hat Durst. Anna. Finde den Weg nach Hause. Dann finden wir was zu trinken. Die Inseln sind einfach zu groß für mich. Ich brauche so eine kleine Insel, wo ich mit 2 Metern wieder zurück bin, da wo ich hin will. Weißt du, so. Kurz laufen, bis du da, wo du hin musst. Und so große Inseln dann eher zum Farmen gut. Aber für jemanden wie mich mit Orientierung Duftbaum sind so große Inseln ganz schlecht. Wie ihr sehen könnt. Verlauf mich hier einfach. Ich kann hier auch nicht einfach eine Kokosnuss einpacken, Kokosnussmilch trinken. Da haben wir auch nicht gebaut, nee. Da ist wieder so ein Schädel. Jetzt mein Fuß.
mir, mein Floh ist immer noch auf der kleinen anderen Insel. Das ist halt das Doofe. Mal eben kurz gucken, ob wir hier vielleicht... Sehr gut. Wasser? Geh weiter. Weiter jetzt in Richtung Floß. Muss doch hier jetzt irgendwo kommen. Wieder so ein Schädel. Floß, 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 wo bist du bloß? Floß, Floß, Floß. Da war jetzt halt dieser Mod gut, dass man die, wenn die, dass die Fackeln angehen, die man hat und dann halt auf Dauer brennen, so, weißt du, wenn man die am Schiff platziert oder so. Die, wo in der Hand, die können ruhig kaputt gehen, aber die, wo man halt hat, dass man da halt einfach ein bisschen Holz reinpackt, so, und dass sie dann halt lange brennen, also sehr, sehr lange, und automatisch angehen. Dann hätte man das Licht schon viel eher gesehen. Ah, guck mal, da hinten steht's. Ein Rettungsfloh. Da hinten. Okay. Ich glaube, es wird auch gerade Tag so. Meinst du, haben wir eine kleine Wanderung gemacht? Einmal um die komplette Insel rum fast, ne? Ich glaube, nee, wir sind komplett um die Insel rum. Einmal außen rum gelaufen. Jo. Anstrengend. Aber wir haben es geschafft. Sind wieder auf sicheren... Sind wir sicher auf unserem Floß? Aua, heiß. So, Anna darf ich nicht runterpacken. Aber wir packen mal das rein. Rein. Reparieren, 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 reparieren. So, Wo war denn jetzt dieser Speer? Guck mal, was soll das? Wir können auch einen Degen machen. Was soll der Geiz denn? So. Können wir auch gleich mal alles hier reinpacken. Brauchen wir hier drinnen auch. In so. So. War das auch? Was? Beides tragen? Cool. Wir können beides tragen. Sehr gut. So. Lebensmittel. Packen wir hier rein. Das kommt hier rüber. Da rein. Oh. Perfekt. So, ich würde aber jetzt sagen, es wird jetzt eh gerade hell und wir fahren jetzt nochmal rüber zu dieser anderen Insel und gucken es uns an. Wo ausgesehen hat, als wäre da eine Stadt. Das heißt, wir müssen hier außen rumfahren. Dann da herüber zu kommen. Gerade Richtung Windstill halt, ne? Der Wind kommt von vorne. Oder es ist gerade wenig Wind. Gucken wir noch ein bisschen langsamer. Mal ganz kurz einen Schluck trinken gönnen. Bevor der Hals gleich wieder ganz trocken ist. Zum Wohle. Das Wetter hat ja Gott sei Dank die letzte Zeit auch abgekühlt. Und endlich hat es mal geregnet. Na, bei uns regnet es jetzt seit 2 Tagen. Also gestern hat es immer wieder mal geregnet. Und heute regnet es schon den ganzen Tag. Heute Nacht hat es angefangen und seitdem regnet es durch. Mal ein bisschen doller, mal ein bisschen weniger. Aber ja, die ganze Zeit Regen.
haben momentan 15 Grad bei Regen. Morgen soll es auch den ganzen Tag regnen. Aber ist auch gut so. Der Boden braucht den Regen gerade. Der Boden braucht den Regen gerade ganz, 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 ganz dringend. Und den heißen Tagen ist es jetzt gut, dass es endlich mal wieder regnet. So, und wir könnten hier auch mal den Regen gebrauchen. Ne? Wir haben unser Fass da. Wir haben nämlich null Wasser in unserem Fass. Also wäre das schon ganz gut, wenn es mal wieder regnen würde. So. Ah, perfekt. Jetzt kriegen wir Wind. Ja, jetzt fahren wir hier auf diese zu da drüben. Schauen uns die mal an. Kommen zwar jetzt ganz leicht von unserem Kurs ab, aber auch nicht dolle, weil dann können wir nachher direkt rüberfahren auf, Moment, auf E3, glaube ich, ist das. E3. Rüberfahren. Direkt rüberfahren auf E3. Und die Geisterschiffe lassen wirklich auf sich warten, ne? Haben wir jetzt Zeit, weil dieses Floß haben sie bis jetzt noch keinem Geisterschiff begegnet. Aber weil es ja nicht ist, kann noch werden, ne? Sieht auf jeden Fall wieder sehr gigantisch aus, diese Insel da hinten, so in den Wolken drinne. Und es sieht mir sehr danach aus, als müsste man da wieder eine Stelle suchen, an der man hochlaufen könnte. Es sieht jetzt auch nicht nach Stadt aus. Es sieht eher aus nach Felsen, die halt dementsprechend gebaut sind. Aber ich kann es noch nie so ganz erkennen. Machen wir eben das Feuer aus. Rüber, dann können wir die Kiste noch snacken. N. 2. Ah, perfekt. Ja, gut. Ja, guten Morgen, Sonne. Na, gehst du auch langsam auf? Wachst du auf? Wir sind schon lange wach. Wir waren die ganze Nacht wach. 11 Gold. Gelohnt. Das hat sich gelohnt. Der Fahrt kommt. Können wir eigentlich offen lassen, das Fass ist ja eh leer. Dann halt nicht, die Kiste wollte nicht. Ich wollte einfach mal während der Fahrt, aber anscheinend hat die Kiste gesagt, nö, ist halt nicht. Dann lassen wir es halt. Fahren halt direkt rüber auf diese Insel hier. Und was uns auf dieser Insel so erwarten wird und ob wir vielleicht doch noch ein paar Geisterschiffen begegnen werden und was das Wetter alles so macht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.